Jetzt fehlt eigentlich nur noch das, was ich im Hardware-Store dort kaufen müsste. Alter, dieser Langbogen, ne? Ja, ist doch gut, Mäuschen. Der Langbogen gefällt mir. Stimmt. Muss ich ganz ehrlich sagen, haut die weg, ey, wie Koks unter der Vorhaut. Der schnupft die Feinde weg. Ach, du schuldest mir gar nichts, Mädchen. Töte Gegner mit dem Kurzbogen. Gibt's hier noch Gegner? Da ist noch eine Kuh. Das ist ein Gegner. Dem müssen wir klatschen. Bonus-Herausforderung: Töte Gegner mit dem Kurzbogen. Das ist relativ simpel eigentlich. Zap, zap, drap, zap. Mit einem Pfeil macht er schlapp, schlapp. Sind da am Brüllen wie so ein Depp. Das ist so doof. Das ist doch wirklich so doof. Bei aller Liebe. Hallo. Nein, nicht bevor sie tot sind. Findwell. Entschuldige, Hundi. Aber ist da noch einer? Ja, ansonsten habe ich da eigentlich nicht viel gemacht. Bin ich eigentlich da durchschießen? Schön. Herrlich. Also richtig BAM. Hallo, du kleiner Lümmel. Wo bist du nur hin? Wo bist du nur hin? Jetzt schiebe ich dir mein Schwert. Einfach durch das Kinn. Schön. Hilfe! Bitte! Jetzt schrei doch nicht so. Fürst Sakai, ihr habt meinen Dank. Geht. Gebt auf euch Acht. Wenn Fürst Shimura Burg Kaneda zurückgeht. Also, ich will dir mal ganz ehrlich was sagen. Ich glaube, wenn wir hier fertig sind mit dem Spiel, haben wir einen ganz riesigen Raum nur voll Frauen. So viele Damen, die wir jetzt schon geholfen und befreit haben. Ups. Warum kann ich dich nicht befreien?
Alter, sind das viele. Aber wo sind denn hier noch Gegner? Die Gegner sind so weit weg. Was haltet ihr von dem Langbogen? Oh, Sprengpfeil. Willst du jetzt nichts? Oh, guck mal. Pferd. War das böse? Ja, das war böse. Pferd. Tut mir ja schon ein bisschen leid, ne? Volle Kanne. Schade, dass wir den Köcher nicht verbessern können. Ich hätte gern mehr Pfeile. Kann ich die alle jetzt schon befreien? Kann ich nicht. Die will doch nicht etwa da abhauen. Werf doch einfach einen Bogen. Ups. Die Geisel zählt gar nicht. Das ist ja schon mies. Ich darf nur nicht entdeckt werden. So, Ruhe im Karton. Hilfe! Alles wird wieder gut. Das arme Pferd. Also ein bisschen tut's mir ja schon leid, ne? Einen Moment lang dachte ich, ihr wärt Gosaku selbst. Bitte nehmt diesen Schlüssel. Er würde euch seine Rüstung gewiss überlassen. Auf jeden Fall. Ist natürlich blöd, ne? Weil Reittiere ist halt genauso wie bei einer Invasion einfach Autos zerstören. Macht ja keinen Sinn, die kannst du ja benutzen. Dementsprechend habe ich damit wahrscheinlich uns selbst geschadet. Ist wie in einem Krieg die Infrastruktur zu zerstören, weil man das Land übernehmen will. Das macht ja auch keinen... Jeder, der Civilization gespielt hat, weiß, es macht keinen großen Sinn. Handelswege und Felder zu plündern, um ein paar Ressourcen zu bekommen, damit man halt irgendwann die Stadt des Gegners einnehmen kann. Weil man muss sie ja dann, wenn man sie übernommen hat, wieder aufbauen. Wurde Burg Shimura je eingenommen? Noch nie. Nicht mal als der Jito den Yarikawa-Clan bekämpfte. Super! Dann brauche ich die Wegmarkierung ja nicht mehr. 19 von 24. Wollt ihr mich verarschen?
Aber hier gibt es auch einen Bambusstand. Habe ich gesehen. Den würde ich gerne mitmachen, weil der, glaube ich, irgendwas erhöht. Die Mutter war immer so voller Leben. Kaum zu glauben, dass Yuna und ich überlebt haben. Oh, das wird wieder. Das wird wieder ein Krampf. Jawohl, Inge! Jawohl! Was ist denn los? Das lief besser als erwartet. Er musste sich als Sake-Händler verkleiden. Ich kenne es anders. Der Händler versteckte ihn. So. Ich will einfach mal hier hin. Um zu gucken, ob da irgendwas ist, bevor ich jetzt mit der Yuna weitermache. Warte mal. Nee, warte. Hier Masako, ne? Frieden einer Mutter. Masako. Ist das Anfangsgebiet? Möglich, ne? Gab's auch irgendwas zum Erzählen. Irgend so ein Typ, der mit mir quatschen wollte. Ich hoffe, es war nicht der Legendenerzähler. Och, ich glaube, hier hat sie mich zusammengeflickt, ne? Ich meine ja. Hier hatte die gute Yuna mich zusammengepflegt. Ich meine, mich erinnern zu können, ja. Warum bin ich denn nicht gleich hier hochgelaufen? Vielleicht gibt es hier oben ja auch nichts. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist das Gebiet zu groß. Obwohl ich sagen muss, trotz schöner Umgebung, es ist nicht zu dicht besiedelt. Also du siehst jetzt nicht an jeder Ecke irgendwas. Ob das zu viel ist, ob das zu wenig ist, kann ich so noch gar nicht berücksichtigen, beziehungsweise erkennen. Weil auf der einen Seite hast du ja immer entweder Spiele, die halt riesig sind und so gut wie leer sind. Oder du hast halt Spiele, die dich einfach nur komplett an jeder Ecke zu spammen und du weißt gar nicht, wohin zuerst. Wie das bei Ghost of Tsushima ist, weiß ich jetzt nicht so ganz. Weil für mich hört sich das eher... Sieht das bis jetzt noch nach einem guten Mittelmaß aus. Also du hast schon leere Passagen, was optisch trotzdem schön ist. Durchaus. Ich muss mir echt mal einen neuen Rechner holen. Und den selbst bauen. War schön, dass der einen gewissen Airflow hat. Aber trotzdem, wenn ich mein Bein drauf lege, wird's warm. Da braucht keine Heizung. Ich war da. Kämpf mit mir. Okay. Tja. Sie wollten ja nicht hören, ne? Oh nein.
wie sie da liegt. Die arme Frau. Die hat niemandem was getan. Ihr Lümmel. Ein Mädel weniger fürs Harem. Scheiße. War das gemein? Ich will mal da hoch. Das sieht so aus, als würde es da irgendwas geben. Wenn da oben nichts, gar nichts ist, dann bin ich leicht enttäuscht. Weiße Farbehändler. Weißfarbiger Händler. Und ein Bambusschalt. Immerhin, es gibt, oh, jetzt. Boah. X und X und Dreieck. Fuck. Ja, na komm, komm, komm. Oh, lol. Zack, 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 zack. Entschlossenheit. Passt. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Meine Familie nutzt weiße Farbe schon seit Generationen. Dann machst du bestimmt eine gute weiße Farbe. Ich dachte, alle Samurai wären tot. Begrüßt man so einen Gast? Verzeiht meine Manieren, mein Herr. Ich bin immer nur allein. Nur in Gesellschaft von Farben und Pinseln, Lacken und Stoff. Ich habe den perfekten Weißton, wie glitzernder jungfräulicher Schnee im winterlichen Yogaku. Bringt mir die nötigen Zutaten. Dann statte ich euch in Weiß aus. Wie der Tod persönlich. Lol. Die Mongolen werden glauben, dem Tod gegenüberzustehen. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Sechs Klingen des Kyojo. Ja, okay. Meine Arbeit ist unmöglich, ohne die richtigen Materialien. Wir sehen uns wieder. Eine Ehre, euch in meinen erlesensten Stücken einzubringen. Interessant. So, ja. Eigentlich war ich hier schon ziemlich häufig überall. Aber irgendwie nur 19 von... Ah, DLC. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal weiter. Oder was meint ihr? Also ich würde es ja schon gerne 24 von 24 machen. Also für die YouTube-Zuschauer, wenn ihr wisst, was der Legendenerzähler macht, haut's gerne in die Kommentare. Hau mal ein bisschen rum, hä? Links oder rechts? Ja, machen wir mal links. War vielleicht nicht der Weg, den wir gebraucht haben. Wie sie rennen, das ist schon. Du verdienst das Allerbeste. Das stimmt. Oben sieht's aus, als gäbe es da was. Also unabhängig vom Quest gucke ich jetzt, aber ich glaube, es ist nur ein Fels.
Guck mal, wie sie schon alle warten, an Land zu kommen. Diese Lümmel. Das sieht so nach Falle aus. Natürlich von dort kommen. Da hinten ist auch noch einiges. Glaube ich weiß wo. Ich gehe erstmal da hinten in die Hütte und dann laufe ich einfach hier den Strand entlang. Und guck mal, was ich da so machen kann. Oder ich mache es andersrum. Ich glaube, die Yuna kommt vielleicht von oben nach unten und will da irgendwie in die Hütte rein. Ich habe so das Gefühl, dass die Quest mit der Masako... Mit der Masako mich genau dahin führen wird. Ich hab's irgendwie im Stuhlgang. Ich merk's Rumoren. Ich habe den einen da nicht gerade umgenietet. Ich habe mich ja fast selbst erschossen. Oh, Mann, zum Glück gibt es kein Friendly Fire. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Es ist nicht viel, aber bitte, nehmt es. So. Vorräte, Vorräte, Vorräte. Sora kann da stehen bleiben. Dem geht's gut. Der kommt gut klar. Oder war das ein Mädchen? Ich meine, es war ein Mädchen, ne? Alter. Das war knapp. Der arme Bär. Hat mir ja schon... Hat mir jetzt doch ein bisschen leid getan. Nie vergessen. Wo ist hier alle denn jetzt hin? Alter, die Massengräber, ne?
mich da jetzt. Hallo, ich will da hoch. Lass mich raten, das Spiel zwingt mich hier diesen gesamte Massengrab durchzupetzen. Das war die Schlacht, ne? Ganz am Anfang. Ich meine, wir sind hier durchgelaufen. Ich kann mich erinnern. Ich glaube, hier fing es dann an. Haben uns hier so durchgeboxt, genau. Es war mitten in der Nacht, stürmische Nacht. Und da ging es dann los. Jetzt klingelt's bei mir. An dieser Küste waren wir. Nur schade, dass wir die Karte da nicht aufgedeckt hatten. Au. Ja, es war doch ein bisschen hoch. Warum rennst du denn schon wieder? Blachfeld ist doch schon längst weg. Ich glaube, das war unser erster Gegner. Ja, ich verstehe. Jetzt bin ich wieder im Bilde. Cool, dass uns das Spiel wieder dahin führt. Doch, finde ich ein nettes kleines Detail. Ich weiß so nicht, was da vorne los ist. Dann sagt bloß, die Dame legt sich wieder mit ein paar Kerlen an. Masako! Mädchen, das kannst du doch nicht bringen. Kannst du nicht einfach herkommen und kannst einen Rudel-Gangbang mit Kerlen machen. Also, die hatte wahrscheinlich anderes im Sinn, aber... Muttchen. Was macht ihr hier, Masako? Ich suche meine Familie. Meinen Mann habe ich bereits gefunden. Doch meine Söhne noch nicht. Sie starben als Krieger. Unser Land verteidigend. Habt ihr gesehen, wo sie fielen? Nein. Die Schlacht war ein Chaos. Ich behielt kaum meinen Onkel im Blick. Ich helfe euch suchen. Der Frieden einer Mutter. Das ist eine arme Mutter, kommt. Die macht doch gar kein Futter. Diesen Teil des Strandes absuchen. Das war mir so klar. Anlegeplatz, ja. Seht, da drüben. Das ist bestimmt das Letzte, damit wir den gesamten Platz sehen. Ist auch immer so. Soldaten. Ja, aber allein. Ob er wohl desertiert ist? Als euer Gemahl fiel, zog euer Clan los, um seinen Fürsten zu rächen. Niemand floh. Schön zu hören, dass sie bis zum Ende loyal waren. Seht, ob ihr noch mehr unserer Banner findet. Masako. Hier drüben. Ein Adachi-Banner. Er ist den Strand entlang geritten. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Folge den Adachi-Bannern. Ich erkenne ihn nicht. Der Mann meiner Schwester kämpfte für Kikuchi. Euer Schwager ist vielleicht in der Nähe. Sollen wir ihn suchen? Im Moment will ich nur meine Söhne finden. Also eine böse Stiefmutti. Meinst
unserer Banner. Ein Pferd. Ich starb beinahe mit ihm. Was ist passiert? Mein Onkel rettete mich. Wir werden den Gefallen erwidern. Ihr habt es durchgestanden. Das zählt. Ja, mein Onkel haben wir doch schon befreit. Wer ist das? Das ist Masanori. Er war zu jung für die Schlacht. Boah. Aber sein Vater zu alt. Also ging er für ihn. Nicht nur ein tapferer Soldat. Auch ein guter Sohn. Ja. Aber wo sind die meinen? Ein Nagao-Krieger. Die Nagao-Schützen töteten viele Mongolen. Ihr Geschick war unerreicht. Wäre Sensei Ishikawa bloß bei ihnen gewesen. Also hier gehen wir jetzt alle unsere Verbündeten durch, die uns gegen die Mongolen geholfen haben. Das Banner eures Onkels. Als ich in der Schlacht diese Farben an einem Gefallenen sah, fürchtete ich, es sei mein Onkel. Nur Narren fürchten den Tod nicht. Durch die Felsen nach oben. Unsere Banner. Uchikage. Ein enger Freund meiner Söhne. Er wäre an ihrer Seite geblieben. Sie müssen ganz nah sein. Hier entlang. Sie lassen ihre Toten verwesen. Wie weggeworfenen Müll. Nein. Au. Das ist übel. Shigesato. Yasunari. Wie Tiere aufgeknüpft. Holen wir sie runter. Das ist nicht sie nett. Sie sollten bei unserer Familie sein. Begraben neben ihren Frauen und Kindern. Der Weg nach Ariake ist nicht sicher. Können wir sie nicht irgendwo in der Nähe bestatten? An einem Ort, der ihr Opfer ehrt? Der Leuchtturm. Als Kinder haben sie da gespielt. Doch jetzt sind dort Mongolen. Erobern wir ihn zurück. Ja, die Fotzen machen wir platt. Ist dort entlang. Diese Lappen. Also aufgehängt wie Vieh. Das muss nicht sein. Pferd! Hey, das ist Sora, nicht Pferd, okay? Ich bin so gern auf diesem Turm. Wenn sie abends nicht nach Hause kamen, fand ich sie immer dort, wo sie den Sternenhimmel bewunderten. Alle Kinder brauchen einen solchen Ort. Meiner war eine Zypresse. Ich wollte dort nie runter. Wenn ich ganz oben war, schien alles möglich. Sich zum Beispiel den Hals brechen. Ihr klingt wie meine Mutter. Mein Vater meinte, es gehöre zum Aufwachsen. Und was dachte euer Onkel? Wenn ich in seiner Burg war, brauchte ich nicht auf Bäume zu klettern. Hals brechen auch? Der Vater so, ja, das muss. Komm her, Junge, jetzt fliegst du erstmal die Klippe runter. Dim, 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 dim. So, wir bringen unsere Sora jetzt direkt zum Schlachter. Dann geht's ab in Fleischwolf. Und dann sagen wir, yo, Rewe, wir haben Lasagne. Bolognese. Da sind sie, verdammte Mongolen! Hier bist passen. Vorsicht, da könnten mehr sein. Sie kommen den Hügel rauf. Da, im Gras. Kaputt, Zuckerl.
Schaut! Hinter den Bäumen! Dieser Lümmel! Ich dachte, der wäre schon tot. Ich glaube, das war's. Ja, also, ich will zwar jetzt nichts sagen, war aber... Hat Spaß gemacht. War okay. Also, der Himmelsschlag ist super. Der hat mir so oft jetzt gerade den Arsch gerettet. Ich bin echt froh, dass ich ihn hab. Holen wir meine Söhne. Wie wär's, wenn du dir ein paar neue machst? Ich glaube, die ist zu alt dafür. Ich habe sie nie hier übernachten lassen. Selbst als sie älter waren. Ich rief sie immer nach Hause. Das hat mir nach Mutters Tod am meisten gefehlt. Ihre Stimme, die mich rief. Tröstet euch damit, dass sie nun Frieden hat. Wie sie alle. Ihr seid ein großartiger Freund, Jin Sakai. Vielen Dank. Doch vorerst möchte ich etwas Zeit mit meinen Söhnen verbringen. Ich verstehe. Passt auf euch auf, Masako. Ja. Ich habe 4 Punkte und ich weiß nicht, wohin damit. Talisman der glücklichen Rückkehr. Niederer Fähigkeiten, die Entschlossenheit nutzen, haben eine Chance von 15% ein Entschlossenheit zu erstatten. Bin eigentlich soweit ganz glücklich. Ich guck mal, ob es bei dem Leuchtturm vielleicht noch was gibt. Also wenn die Sonne scheint, ist hier... Also es ist einfach ein schönes Spiel. So mit allem drum und dran, die Grafik, die Qualität. Auch wenn es nur die PS4-Version ist. Die auf der PS5 mit 60 FPS läuft, ist es einfach... Optisch ist es echt ein Meisterwerk. Ich persönlich finde auch die kleineren Quests, wo man einfach mal nicht, wo nichts Großes passiert. Bin ich einfach super. Technikpunkt verdient. 5. Wollen wir mit oder ohne Untertitel spielen?